Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. In diesem Beitrag geht es um das Thema richtiges Gießverhalten bei Orchideen, die in Kolomi eingepflanzt sind, worauf ihr achten müsst, meine Erfahrungswerte, und ich starte ein Experiment, das ich euch heute erkläre, worauf es hinauslaufen soll. Ein erstes Experiment, Teilexperiment aus dem letzten Video, das ich schon damals vorbereitet habe, habe ich heute schon einmal in der Vorbereitung und darauf basiert dann das größere Experiment. Deswegen alles nach dem Intro. Immer wieder lese ich und höre ich und erfahre ich, dass es Probleme gibt in Bezug auf die Anwendung von Kolomi als Orchideensubstrat und dass viele Orchideen angeblich nicht damit zurechtkommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht an den Orchideen liegt, sondern in aller Regel an uns, also zum Beispiel auch an mir, wenn die Erfahrungswerte in Bezug auf die Anwendung von Kolomi nicht vorhanden sind und man nicht weiß, worauf man achten müsste. Im Einleitungsvideo zum Thema Kolomi habe ich euch ja schon gesagt, dass Kolomi ein Zeolith ist. Ein Zeolith besteht aus Gerüststrukturen, in welchen Wasser gespeichert werden kann. Ich möchte in den nächsten Videos bzw. in der nächsten Woche ein Experiment starten. Das beginnt heute mit diesem Video. Den Experiment-Ausgangswert erfahrt ihr etwa ab Mitte dieser Woche, Ende dieser Woche. Mal schauen, wann ich das dann anfange. Und zwar, ich habe hier in beiden Gläsern genau 500 Gramm Kolomi. Das entspricht in etwa der Menge an Kolomi, die ihr auch in einem normalen Pflanz-Orchideentopf, Orchitop in einem Glasgefäß habt, wenn es denn nicht einfach schon ein zu großes Glasgefäß ist. Hier ist zum Beispiel ein super Beispiel. Hier ist ungefähr die Menge drin, wie in diesem Einmachglas enthalten ist. Ich habe zum letzten Video bereits das Experiment an sich angedacht, habe es dann aufgrund von thematischen Änderungen, weil ich das dann komplett auf Basiswissen für Kolomi, was das ist, eben Zeolith, das Wasser speichern kann und eine hohe Ionenaustauschfähigkeit hat, weggelassen. Und zwar habe ich hier in diesem Glas 100 Gramm Kolomi und die habe ich in Wasser gelegt, sodass das Kolomi Wasser aufziehen kann. Ich habe euch im Einleitungsvideo erklärt und falls ihr euch das nicht angeschaut habt, müsst ihr das anschauen, weil sonst kennt ihr die ganzen Grundlagen nicht und ihr werdet Kolomi so als Orchideensubstrat nie gänzlich begreifen, wenn ihr das wirklich begreifen wollt, weil das Substrat ist komplett durchdacht und absolut perfekt für Orchideen geeignet. Deswegen schaut euch das Basisvideo an. Link natürlich in der Beschreibung oder in der Kolomi-Playlist. Hier sind 100 Gramm Kolomi enthalten, die in Wasser eingelegt sind. Ich habe im Video gesagt, bis zu 30% des eigenen Volumens kann Kolomi an Wasser speichern. Deswegen, ich habe hier meine Küchenwaage, dann habe ich hier ein Sieb und ich werde das Wasser hier ausgießen und das Kolomi, das nasse Kolomi wieder in das Glas hineinschütten und wir sehen, wie viel Wasser im Kolomi enthalten sind. Wie gesagt, hier sind 100 Gramm Kolomi in Wasser eingelegt worden. Ich gieße das Ganze jetzt ab. Ich muss jetzt nur schauen, dass das Glas einigermaßen trocken ist. Und jetzt muss ich nur noch das Kolomi abschütteln, dass praktisch hier das Restwasser herausgekommen ist oder das meiste Wasser, das eben hier praktisch noch an der Oberfläche haftet. Normalerweise Kolomi, wenn es nass geworden ist, also wenn man gegossen hat, nimmt es das Wasser auf. Aufgrund der mehrwertigen Alkoholbeschichtung der Polyolen ist die Oberfläche dann praktisch trocken. Das hat Kolomi gegenüber natürlichem Zeolith nämlich als Vorteil. Natürlicher Zeolith ist oberflächlich immer nass, Kolomi ist oberflächlich trocken. So, jetzt ist das hier genug abgetropft. Ich muss jetzt hier noch kurz die Waage auf Tara stellen, also auf 0 stellen. Ah, jetzt tropft hier noch ein bisschen was raus. Ich halte es hier mal über dem Untersetzer drüber. Und jetzt, ups, den Kolomi-Stein muss ich aufheben. So kann man Statistiken natürlich auch fälschen.
kommt das Kolomi hier in das Glas. Das Sieb stelle ich mal hier ab. Bleibst du da stehen, Sieb? Hey, bleib stehen, Sitz. Und dann nehme ich noch das fehlende Kolomi-Steinchen. Und es sind, ich nehme die Kamera kurz weg. Also ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. Ups. So, ich gehe jetzt mit der Kamera hier hin. Und ihr seht jetzt, es sind 124 Gramm Kolomi, nasses Kolomi hier drin. Das bedeutet, Kolomi hat in der Tat fast die 30% des eigenen Volumens an Wasser aufgenommen. Das heißt, 124 Gramm nasses Kolomi sind jetzt entstanden. Hier sind jetzt also 24 Gramm Wasser enthalten oder 24 Milliliter, je nachdem, wie man das jetzt sieht. Bedeutet, wenn wir das jetzt hier hochrechnen würden, auf das Glas mit 500 Gramm Kolomi, müsste es ja hier dann praktisch, also wenn es im Idealfall ist, 30 Gramm pro 100 Gramm, wären wir ja dann bei 150 Milliliter Wasser, die hier enthalten sind. Dieses Experiment starte ich heute. Das heißt, ich werde jetzt hier bei dem grünen Kolomi Wasser hineinschütten. Das goldene Kolomi lasse ich trocken. Einfach, eigentlich hätte ich gar kein zweites trockenes Glas machen müssen, aber ihr seht, ich habe jetzt hier so viel Wasser reingemacht, dass das Kolomi komplett bedeckt ist. Das lasse ich jetzt mindestens ein paar Tage stehen, bis es sich so richtig vollgesogen hat. Das heißt, wir haben heute Dienstag. Das Experiment lasse ich dann wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag starten, je nachdem. Dann wird das Kolomi komplett mit Wasser gesättigt sein. Wir wiegen dann dieses Glas ab, wie viel Wasser wirklich im Kolomi enthalten ist. Vergleichen das dann gerne auch nochmal mit diesen 500 Gramm, dass das 500 Gramm sind. Man sieht es ja vom Volumen immer noch, dass es das gleiche Volumen ist. Ist hier nur das goldene Kolomi und das grüne Kolomi in der feinen Struktur. Hier wäre es die grobe Struktur. Und dann werden wir sehen, wie viel Wasser aufgenommen worden ist. Und im nächsten Video, eine Woche später, schauen wir, wie viel Wasser hier immer noch enthalten ist. Das heißt, nachdem das Wasser abgeschüttet ist, das nasse Kolomi hier in diesem Glas enthalten ist, schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das nasse Kolomi praktisch wieder trocken ist. Wir wissen ja, 500 Gramm trocken ist drin. Bedeutet, irgendwann nach ein paar Tagen dürfte man dann wieder erkennen, okay, jetzt sind nur noch 500 Gramm enthalten, das heißt, es ist trocken. Damit ist dann auch gezeigt, wie lang die Abtrocknungsdauer von Kolomi ist. Jetzt habe ich euch eigentlich schon das Experiment erklärt, worauf es hinausgehen soll. Und genau das Gleiche haben wir eben bei unseren Orchideen auch, egal ob die jetzt hier im Glas stehen oder in einem gewöhnlichen normalen Orchideentopf, macht gar keinen Unterschied. Oder wie diese Sederia japonica im Orchitop, wenn wir wissen, wie lange Kolomi ungefähr braucht, vom Volumen her, bis es eben abgetrocknet ist, komplett ausgetrocknet ist, dann wissen wir, wann wir gießen müssen. Ja, also wenn es komplett trocken ist, ist es allerhöchste Zeit zum Gießen. Wenn noch 10-20% Feuchtigkeit vorhanden ist, kann man darüber nachdenken, ob man gießen soll. Gerade bei Orchideen, die viel Wasser benötigen, sollte man dann anfangen zu gießen. Eine gute Methode ist, wenn ihr jetzt sehr viele Orchideen habt, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn ihr eure Orchidee frisch eingepflanzt habt, dann ist ja in aller Regel das Kolomi trocken. Dann stellt ihr die Pflanze so auf die Waage und dann könnt ihr ungefähr immer abschätzen, wie viel Wasser ist noch drin, je nach Gewicht. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen pedantisch, muss man nicht machen. Man kann auch einfach darauf achten, ob das Glas zum einen beschlagen ist, ob hier unten Wasser ist. Und wenn da Wasser ist, dann gießt man nicht. Wenn man sieht, es ist gerade eben trocken geworden, weil man sowieso jeden Tag danach schaut, dann wartet man noch ungefähr 4 Tage. Wenn es jetzt lange, sehr heiße Tage sind, gerade im Sommer, dann sollte man relativ schnell wieder gießen. Dann kann man auch weniger Tage verstreichen lassen. Das heißt, 1 bis 2 Tage kurz warten und dann wieder gießen. Wenn wir jetzt hier im Winter sind, dann sind ja viele Pflanzen in der Ruhephase, bedeutet, die brauchen gar nicht so viel Wasser, die sind gar nicht im Wachstum, es bilden sich eventuell gar keine Neutriebe, gar keine Blütentriebe, dann benötigt die Pflanze natürlich auch weniger Wasser dementsprechend
Und dann ist auch ganz, ganz wichtig, das gilt in egal welchem Substrat, unabhängig von Kolomi. Jedes Substrat speichert auf irgendeine Art und Weise Feuchtigkeit. Ist es wichtig, dass im Winter die Gießperioden, also die Gießphasen, wann man gießt, extrem hinausgezögert werden. Dadurch, dass es ja kühler ist und die Pflanzen nicht im Wachstum sind und kein Wasser brauchen oder nicht so viel Wasser brauchen, wird auch kein Wasser benötigt und gar nicht verarbeitet. Deswegen muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, was das Gießverhalten betrifft. Das ist unabhängig von Kolomi, gilt generell. Dann ist natürlich die nächste Frage, hat man ein Glasgefäß? Hier ist das System geschlossen. Das heißt, der Luftaustausch ist ja alleine schon dadurch eingeschränkt, dass es praktisch bloß von hier oben stattfinden kann. Das heißt, die Luft muss von hier bis hier rum zirkulieren. Deswegen ist es im Glas empfehlenswerter, grobes Kolomi zu verwenden, auch wenn man feines Kolomi verwenden könnte. Je nach Orchidee geht das natürlich. Da muss man allerdings deutlich genauer aufpassen, dass nicht zu viel Feuchtigkeit enthalten ist. Wenn man das Ganze in einem Orchi-Top macht, dann ist der Vorteil, und jetzt rieselt hier gleich alles runter, ihr seht, es ist jetzt trocken, ganz, ganz trocken. Wenn in der Schale hier drin praktisch keine Feuchtigkeit mehr enthalten ist, dann wartet man eben entsprechend genau die gleiche Methode und dann kann man wieder gießen. Ich mache das jetzt mal kurz weg, kann man es besser zusammenschrauben wieder. Das nächste ist auch bei so einer Schale, die ist genauso ausgelegt beim Orchitop, dass wenn Wasser bis zur Oberkante ist, ist es praktisch wie gerade frisch gegossen. Die Pflanze zieht das weg. Das Restwasser, was drin ist, ist praktisch nur noch an der Kante, am Boden des Orchitops in Kontakt. Allerdings dadurch, dass dann Wasser noch in der Schale vorhanden ist, ist natürlich um die Pflanze herum eine höhere Luftfeuchtigkeit und das ist für die Pflanze gut. Ihr seht es bei der Sederia japonica oder genau gesagt Phalaenopsis japonica, gehört ja jetzt zu Phalaenopsis. Die findet es hier gut, ist eine relativ kleine Pflanze in einem großen Orchitop, das funktioniert auch super. Also man muss sich da ein bisschen anpassen, man muss die Materie verstehen und dann geht das. Die meisten werden vermutlich von Orchideensubstrat, also Pinienrinde mit bisschen Sphagnumerus, eventuell bisschen Torf ist da meistens noch beigemischt und andere Dinge, Holzfasern, eventuell auch Kokosfasern. Aus der Richtung kommen die meisten oder haben keine Erfahrung mit Orchideensubstrat. Kolomi ist eben ein bisschen anders, aber gar nicht mal so viel. Man muss nur ein bisschen darauf achten, was man macht. Genau, also, das war an sich so das wichtigste Experiment. Oder die wichtigste Frage, jetzt habe ich hier noch das Thema Wanderorchideen. Bei vielen Wandeen sagt man ja immer, die wollen gar nicht so nasse Wurzeln. So ganz stimmt das nicht. Gerade im Sommer habe ich festgestellt, da sind die Pflanzen ja besonders im Wachstum, viel Wärme, tolle Bedingungen. Und wenn dann die Feuchtigkeit in der Glasvase wirklich richtig schön vorhanden ist, also teilweise hatte ich Pflanzen, die standen im Sommer, als es stark geregnet hat, längere Zeit im Wasser, dann musste man halt irgendwann das Wasser abgießen. Weil sonst wäre natürlich zu Feuchtigkeit gekommen, weil dieser Sauerstoffabschluss durch das Wasser sorgt dafür, dass eben Fäulnis entsteht. Aber, jetzt die Lampe ausgegangen, aber deswegen heißt das noch lange nicht, dass die Pflanze es nicht für eine gewisse Zeit aushält, wenn es denn ein wenig nasser zugeht. Das kommt nämlich auf die Jahreszeit an. So viel zunächst einmal zum Thema Gießen innerhalb von Kolomi. Das wichtige, ein Punkt ist auch noch, man kann natürlich so einen Orchitop oder einen normalen Orchideentopf ganz normal wie alle anderen Orchideen auch tauchen. Bei so einem Glasgefäß wird es mit dem Tauchen natürlich schwierig, weil man das immer schlecht ausleeren kann. Ihr braucht aber das gar nicht tauchen, denn wer im Einleitungsvideo aufgepasst hat und wer nicht, der sollte es sich nochmal anschauen. Deswegen, idealerweise nimmt man eine Sprühflasche und dann sprüht man hier oben herum. Das ist zwar bei sehr vielen Pflanzen natürlich ein erhöhter Aufwand, allerdings ist das hier die beste Methode, weil dann hat man die größte Fläche besprüht, hat nur, je nachdem wie viel man sprüht, relativ wenig Wasser ausgebracht und
So gesehen ist das Kolumi dann wieder ringsrum benetzt worden. Bei so einem Orchitop kann man auch einmal hier außen rum sprühen und muss dann eben die Orchitop-Bedingungen einhalten. Bei so einem Glasgefäß einfach hier oben ein bisschen einsprühen und dann sieht man schon, dass sich unten so ein ganz leichter Wasserfilm bildet und dann reicht es komplett aus. So, das ist das Experiment. Nasses Kolumi, 500 Gramm in Wasser gelegt, wird jetzt ein paar Tage hier herumstehen und dann wiegen wir ab, wie viel Wasser in diesem Kolumi dann enthalten ist und schauen nach ungefähr einer Woche, wie viel Wasser noch enthalten ist. Wenn dann immer noch Wasser enthalten ist, warten wir noch eine Woche und dann werden wir sehen, wie lange Kolumi das Wasser hält, bezogen auf so ein Glasgefäß. Und dann schauen wir uns das an, wie das bei einem offenen System ist, bei einem Orchitop, aber das erkläre ich euch dann im Orchitop-Video direkt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Orchideen in Kolumi, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ansonsten gebt natürlich 2, 3, 4, 5 Daumen, so viele Daumen, wie ihr wollt, nach oben. Schreibt absolut gerne in die Kommentare, also je mehr Kommentare, umso mehr weiß ich, was ihr wissen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Spaß mit euren Orchideen in Kolumi, in der Glasvase oder im Orchitop, wo auch immer ihr das habt. Hauptsache bunte Steinchen sind immer gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.